Links und rechts, das ist dasselbe. Die haben nur andere Segmente, wo generalisiert und wo auf den Einzelfall geschaut wird. Linke, irgendwo sagt jemand was Ausländerfeindliches oder schlimmer, es gibt einen rechtslastigen Anschlag. Die Linken interessieren sich für gewöhnlich wenig oder gar nicht für den Einzelfall, sondern warnen vor der Gefahr des gesamten rechten Bevölkerungsanteiles. Da wird gar nicht differenziert und es ist richtig auffallend, wie dem linken Bevölkerungsspektrum aber so gar nicht die Bigotterie des Ganzen auffällt. Und selbstverständlich ist es absolut zulässig, Ereignisse von anderen Erdteilen als Argument zu benutzen, um hier Regelungen zu verlangen. Rechte. Irgendwo sagt jemand was Inländerfeindliches oder Antisemitisches oder schlimmer, es gibt einen linkslastigen oder islamischen Anschlag. Die Rechten interessieren sich für gewöhnlich wenig oder gar nicht für den Einzelfall, sondern warnen vor der Gefahr der gesamten linken oder des islamistischen Bevölkerungsanteiles. Da wird gar nicht differenziert und es ist richtig auffallend, wie dem rechten Bevölkerungsspektrum aber so gar nicht die Bigotterie des Ganzen auffällt. Und selbstverständlich ist es absolut zulässig, Ereignisse von anderen Erdteilen als Argument zu benutzen, um hier Regelungen zu verlangen. Dass links und rechts auch in vielerlei anderer Hinsicht dasselbe sind, ist evident. Trotzdem ist das kaum jemandem in dieser Klarheit klar. Der Grund dafür liegt eindeutig im Schulwesen und natürlich der speziellen Geschichte Österreichs und Deutschlands. In Schulen werden die Schrecken des Nationalsozialismus intensiv und anschaulich gelehrt. Ein Besuch in einem KZ, der diese Schrecken direkt spürbar machen soll, gehört da ebenso dazu wie die ständige Wiederholung im Laufe der Pflichtschulzeit. Ganz anders bei ähnlich schrecklichen Ideologien. Zum einen der Kommunismus, zum anderen die Religion, die nicht kritisiert werden darf. Zwar werden so nebenbei einige Tote erwähnt, aber Ausflüge in Gulags, um die Schrecken des Kommunismus so richtig spürbar zu machen, so etwas findet nicht statt. Praktisch jeder verlässt die Schule, ohne zu wissen, dass Vernichtungslager und Massenmord das zwangsläufige Ergebnis einer kommunistischen Machtübernahme sind. Bei der Religion, die nicht kritisiert werden darf, naja, die darf nicht kritisiert werden. Da ist das Aufzeigen der Schrecken rundheraus illegal und kommt noch viel weniger vor. Drei gleichermaßen furchtbare Ideologien, drei völlig unterschiedliche Herangehensweisen.